Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar auf dieses Video habt ihr jetzt echt eine Weile gewartet. Das tut mir auch unheimlich leid, aber da gab es dann doch noch Videos, die angefragter wurden. Und jetzt kommt es aber endlich. Und zwar das Top- und Flop-Produkte-Video. Und zwar dieses Video geht einfach darüber, welche Produkte sich gelohnt haben, die ich mir in meiner Schwangerschaft oder auch nach der Schwangerschaft geholt habe und welche eher ein Fehlkauf waren. Und ja, da wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und ich glaube, das ist gerade auch schön zu sehen für werdende Mamis, was sich denn vielleicht so lohnt und was auch nicht. Aber vorab, das sind alles meine Erfahrungen, also es kann natürlich auch sein, dass es bei anderen Leuten Top-Produkte waren, nur bei mir vielleicht nicht. Deshalb würde ich auch mal sagen, wir fangen direkt an mit einem Top-Produkt. Und zwar, ich stehe ja absolut auf handgemachte Babyartikel. Und für die Leute, die mir auf Instagram folgen, die sehen auch manchmal, dass ich dort bestimmte Artikel poste. Für die, die mich noch nicht auf Instagram abonniert haben, hier verlinke ich euch mal meinen Namen und da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und bin auch manchmal ein bisschen aktiver dort und ihr werdet schneller abgedatet als jetzt hier auf YouTube. Genau, und auf jeden Fall habe ich handgemachte Babysachen bestellt. Und zwar habe ich eine Hose zum Beispiel geholt und ein Haarband von dem Melini Shop. Den Shop verlinke ich unten euch auch in meiner Infobox, denn die macht echt wunderschöne Babyklamotten. Und zwar an dieser Hose und dem Haarband. Das ist ein Powerstoff und der wechselt die Farbe durch UV-Licht. Das heißt, wenn ihr diese Hose und Haarband, es gibt natürlich auch noch Strampler und alles Mögliche, jetzt in der Wohnung anhabt, das Baby, dann ist es eher so ein gelb-cremefarben und sobald es raus an die Sonne kommt, dann wird das bunt. Es sieht richtig, richtig schön aus und ist auch was Besonderes und ein Unikat, das hat nicht jeder. Und ja, auf jeden Fall kann ich euch den Shop nur empfehlen und schaut unbedingt bei ihr vorbei. Sie macht das alles so toll und mit so viel Liebe und ja. Dann würde ich mal weitermachen mit einem Flop-Produkt. Also ich meine, ihr seht es schon, da, es geht um meine Wickelkommode. Ja. So an sich finde ich sie echt schön. Ich habe sie auf eBay gekauft und dachte mir, wow, Preis-Leistung, also Preis-Leistungs-Verhältnis sollte gut sein. Sie hat, glaube ich, 80 Euro oder so gekostet und das ist ja für eine Wickelkommode recht günstig. Aber als sie dann ankam, da dachte ich mir so, jetzt weiß ich auch, warum sie nur 80 Euro kostet. Denn wie ihr schon seht, sie ist extrem klein. Allein die Wickelauflage ist extrem schmal und kurz. Meine Kleine passt da eigentlich schon gar nicht mehr drauf. Sie ist total wackelig. Wenn man die erste Schublade aufmacht, dann ist der Wickelaufsatz da. Man kann die erste Schublade fast gar nicht benutzen. Das ist halt echt dumm gemacht. Abstellflächen an der Seite gibt es jetzt auch nicht wirklich großartig. Deswegen ist es ein mega Flop-Produkt. Ja. Machen wir mal weiter mit einem Top-Produkt. Und zwar, also was heißt Top-Produkt? Ich würde es so mittelmäßig einstufen. Und zwar ist es mein Beistellbett. Ich bin ein absoluter Fan von Beistellbetten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn man muss nachts nicht extra aufstehen, man kann das Kind einfach zu sich ziehen und wenn es irgendwie muckt, man sieht es direkt und es ist echt schön. Und aber die Gefahr besteht halt auch nicht, dass ich meine Decke über ihren Kopf ziehen sollte oder so. Ja, aber mein Beistellbett ist extrem schmal. Ich wollte erst dieses Babybay, aber allerdings, ja, das ist meine Katze. Fand ich das ein bisschen teuer, dieses Baby Bay. Und da habe ich mir gedacht, nee, dann hole ich lieber Lisi. Dann hole ich lieber ein anderes Beistellbett. Aber es ist halt extrem schmal. Aber es geht auch. Ich meine, bis sie dann anfangen zu robben und zu krabbeln, dann kommt sie eh in ihr Gitterbettchen und dann geht es auch. Ja, jetzt liegt meine Katze hier auf meinem Schoß. Genau. Dann genauso ein Flop-Produkt, Leute. Es ist mein Maxi-Cosi, also eine Babyschale. Und zwar, ich habe mir am Anfang die Babyschale von Babygo bestellt. Aber die löst sich eigentlich auf. Der Stoff ist nicht schön, also der rutscht alles ab. Es ist schon kaputt gegangen. Mit der mache ich ja nicht wirklich viel, ja. Und ich finde auch, die Kleine liegt dort nicht geschützt vom Kopf her. Und deswegen habe ich mir dann nach ein paar Mal Verwenden schon eine Babyschale von Cybex geholt. Und zwar die Aton 5 oder Aton 5, wie die heißt. Ich finde die erstens wunderschön. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie da viel sicherer drin liegt. Also sie hat vom Kopf her eine viel bessere Stütze, falls es wirklich mal zu einem Unfall kommen sollte oder so.
Und sie ist zwar ein bisschen schwerer, aber ihr sollt ja damit auf jeden Fall auch nicht auf Wanderschaft gehen. Deswegen kann ich die euch auf jeden Fall nur empfehlen. Genauso ein absolutes Top-Produkt, was ich auch empfehlen kann, ist die Babytrage von Masupi. Also ich habe die Kleine oft am Anfang viel getragen und rumgeschleppt und es war auch immer so ein bisschen die Notlösung. Wenn sie halt geschrien hat und nichts geholfen hat, dann hat die Babytrage geholfen, nicht mit den Krallen. Aber dann kommen wir auch schon wieder zu einem Flop-Produkt und zwar, ich bin ja so ein bisschen auf dem Minimaus-Trip gewesen. Also immer noch, aber dann richtig. Und habe mir eine Babywippe von der Minimaus bestellt. Allerdings ist die halt, Khaleesi, das sind Krallen. Geh mal runter, auf. Alles voller Haare. Genau. Die hat unten nur so ein Gestell, also ich blende euch wie gesagt noch auf einmal Bilder ein. Und die wippt dann halt automatisch durch ihre Bewegung. Aber uns ist halt aufgefallen, dass die Kleine es halt mag. Oh, jetzt kommt noch die andere Katze. Uns ist halt aufgefallen, dass die Kleine mag, dass sie geschaukelt wird. Deswegen habe ich mir die Serena 2-in-1 Babyschaukel gekauft. Die hat 5 verschiedene Lieder, 5 verschiedene Naturgeräusche, 3 Lichtetappen, 2 Vibrationsfunktionen. Und ja, 5 Schaukelstufen. Geschaukelt kann sie halt quer und senkrecht. Und man kann die Wippe aber allerdings auch abmachen und halt irgendwo mit rumschleppen, ja. Also ich finde sie echt top, vor allem gerade die stärkste Schaukelstufe, die liebt die Kleine, da pennt die ganze Zeit drin. Da liegt sie übrigens jetzt auch drin. Und ja, die kann ich nur empfehlen, gerade für Kinder, die es lieben, geschaukelt und geruckelt zu werden. Und da, ja, die ist wirklich top. Was ich euch auch noch empfehlen kann, ist wegen Klamotten. Also wenn halt eure, man weiß ja nie, mit wie viel Gewicht die Kleinen auf die Welt kommen, aber Wickelbodies sind echt eine gute Investition, gerade wenn man am Anfang noch unsicher ist und nicht sich so traut, das Köpfchen so hoch zu heben, ist es am Anfang eigentlich ganz cool, Wickelbodies zu benutzen. Denn dort kriegt man halt auch so ein bisschen das Gefühl für die Babys anziehen und es ist leichter, auch fürs Babys ist angenehmer. Das kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, gerade am Anfang, wenn die Babys noch einen sehr wackeligen Kopf haben, dann ist es wirklich angenehmer, mit einem Wickelbody an die Sache zu gehen. Und dann, also ich meine, es gibt ja jetzt also auch immer dieses Hin und Her und zwar Schlafsack oder Puppen. Ich finde, dass Schlafsack ein Flop-Produkt ist. Also bei mir hat es am Anfang, habe ich sie auch in den Schlafsack getan, aber da war sie sehr unruhig drin, kam alle 2 bis 3 Stunden nachts. Sie war sehr launisch und sie konnte einfach nicht gut schlafen. Dann kam ich auf die Idee, okay gut, dann pucke ich sie. Und seitdem ich sie pucke, schläft sie von 9 bis 4 oder 5, manchmal auch 6, ohne Flasche. Und kommt dann für eine Flasche und schläft dann nochmal 3 Stunden. Also seitdem ich sie pucke, schläft sie total ruhig, weil sie haut sich nicht ständig mit ihren Händen den Schnuller raus oder im Gesicht umher. Die schläft dann einfach viel besser. Manche sagen, ja, man würde den Kindern den Trauerraum nehmen, aber das stimmt nicht. Also man sieht ja auch, ob das Kind es möchte oder nicht und sie liebt es. Sie lacht mich morgens an, wenn ich sie auspucke, aber auch abends an, wenn ich sie einpucke. Und die Beine sind allerdings frei, sodass sie die halt bewegen kann und strampeln kann und dass sie da keine Fehlstellung an der Hüfte bekommt. Ja, genauso Flop- und Top-Produkte würde ich jetzt mal sagen für Babyöle und alles. Also ich öle sie immer ein nach dem Schwimmen gehen oder nach dem Baden mit Kokosöl vom DM, diese große dieses große Glas, ich glaube, das kostet 7 Euro oder so. Und damit öle ich sie immer ein, weil ich finde, wenn die Kinder halt das in den Mund nehmen und alles, dann diese Creme, dass sie nur natürliche Produkte im Mund nehmen. Außer im Gesicht, da benutze ich im Moment die Babycreme von Bübchen, die Gesichtspflege, weil die Kleine ein bisschen an Akne gelitten hat oder auch an sehr trockener Haut. Und seitdem ich diese Creme von Bübchen verwende, erstens riecht sie gut, ist aber auch sensitiv, also keine Parfüme oder so, aber sie riecht trotzdem irgendwie gut. Und sie hat eine wunderschöne Haut bekommen, also wirklich wie der Baby, weich wie so ein Babypopo, wie man so schön sagt. Die Haut ist, meine Katze ist einfach rollig.
Die ist viel besser geworden, die Haut, und auch nicht mehr so trockene Stellen. Sie juckt sich nicht mehr so viel. Und ja, Baby-Shampoo und alles würde ich euch eh abraten. Wascht eure Kinder einfach nur mit Wasser. Die brauchen noch, Babys brauchen eigentlich noch gar keine Shampoos und Duschlotion und sowas. Deswegen rate ich euch davon auf jeden Fall ab. Also meiner Meinung nach. Genauso Windeln. Oh, Windeln, das ist ja echt eine Sache. Und zwar, alle sagen ja, hol Pampers. Also Original Pampers. Ich muss echt sagen, ich finde Pampers die schlechteste Marke. Die haben richtig abgebaut. Allein, also Baby Dry geht ja noch, aber Pampers Premium Protection ist ja der absolute Horror. Meine Kleine bekommt einen wunden Popo. Das Netz löst sich ab in dieser Windel. Auch wenn ich sie nach 2 Stunden wickel. Sie läuft aus, sie nachts allein, weil ich wickel die Kleine nachts nicht. Es sei denn wirklich, sie ist so voll oder sie hat halt Bubu gemacht, ne? Dann wickle ich sie schon, aber ansonsten wickle ich sie nachts nicht. Und diese Windeln, die können ja gar nichts. Also, das ist ja schlimm. Und sie hat, obwohl ich sie dann auch alle 2 Stunden mit diesem Premium Protection oder so wickel, kriegt sie einen wunden Popo. Bei Baby Dry jetzt nicht. Aber die beste Marke, finde ich einfach, ist Baby Love, auch vom Preis her. Baby Love hat echt super schöne, weiche Windeln. Die saugen extrem viel auf. Man riecht auch nichts durch. Okay, klar, wenn sie jetzt Kacke macht, schon, aber so der Geruch ist ziemlich gedämpft. Lilidoo-Windeln finde ich auch wunderbar, allerdings sind die mir viel zu teuer, weil da kann ich die auch einfach in 10-Euro-Scheine wickeln, meiner Meinung nach. Ich finde die einfach so teuer. Klar, sie sehen schön aus, sie sind auch super weich, aber von der Auslaufstärke gibt sich das nicht viel zu Baby Love, meiner Meinung nach. Bei Schwimmwindeln kann ich euch die von Baby Dream empfehlen, die finde ich ganz toll, die sind von Bossmann. Bei Baby Love, die Schwimmwindeln habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich denke, die sind genauso gut. Und ja, genauso was ihr auf jeden Fall auch holen könnt, Leute. Wenn ihr schwanger seid, kauft euch Spucktücher. Ich weiß, ihr wisst nicht, ob euer Kind ein Spuckkind sein wird, aber wenn es eins ist, braucht ihr Spucktücher. Ich glaube, ich habe 30 Spucktücher und selbst die sind mir zu wenig. Denn dann ist sie, also meine Kleine spuckt halt wirklich im Schwall und alles. Und dann ist halt schnell mal so ein Spucktuch nach einer Mahlzeit voll, ja. Und dann braucht ihr halt schon ein paar mehr, auch für unterwegs. Und dann lieber in die Waschmaschine, habt lieber zu viel als zu wenig, kann ich euch auf jeden Fall sagen. Spucktücher ist eine gute Investition. Ja, das war jetzt erstmal mit so einem kurzen, was heißt kurz, aber so ein kurzes Top- und Flop-Produkte-Video. Meine Katzen streiten sich hier gerade. Ich kann euch aber gerne nochmal einen zweiten Teil abdrehen, weil ich habe noch mehr Produkte, aber sonst würde dieses Video unendlich lang gehen. Ich verlinke euch natürlich alle Top-Produkte, die ich jetzt finden sollte, online in die Infobox, damit ihr da mal nachgucken könnt, ob ihr vielleicht auch etwas nachkaufen wollt, was ich so habe und was ich geholt habe für die Kleine. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr noch einen zweiten Teil von Top- und Flop-Produkte haben möchtet, dann lasst mir doch einfach deinen Daumen nach oben da und abonniert mich oder schreibt einen Kommentar, dann weiß ich, dass ich noch eins drehen soll. Und ja, dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, meine Lieben.